nur gerade rechtzeitig gekommen warst, Vito. Lincoln. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Hatte Angst, dass er direkt aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushaue. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Das reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja. Mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Row von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen ein Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Ja. Wir sind jetzt Partner. Abgeschlossen. Öffne die Karte, um Ziele anzuzeigen. Alles klar, mache ich. Jawohl, Errungenschaftsfaktor. Wir sind jetzt Partner. Alles klar, fürs Team. So, okay. Vito Scaletta. Vito Spande kriegt in diesen Italienerladen am Ufer ihre Anweisungen. Okay. Aber das haben wir jetzt ja mittlerweile. Yes. Was ist das hier? Daily Holo, Emanuel Lazard, alles cool mit uns, Cassandra und deine Hilfe um Gers Lieferungen in Bago, keine Ahnung, vor der Dixie Mafia zu benutzen. Rede mit Emanuel. So, lele, na, 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 na. Wegpunkt setzen. Raus aus der Karte. Aber du hast doch noch einen Schrank. Kann mich noch umziehen? Ja, ja. Guck mal, was wir jetzt hier haben. Das sieht aus wie so ein aber aus ihm so Spezialeinheiten, Outfit oder sowas, würde ich sagen. Oder so ein Gangster. Hallo Lincoln, ich versuche immer noch die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen. Vegas-Gemälde. Okay, schickes Vibe, du. Oh, schöne rasierscharfe.
Hilf mir, wieder an meine Läden zu kommen. Diese Marcano-Schweine müssen weg. Hast du dich nie gefragt, wann's kracht? Mit Serl, meine ich. Hast du zwischen dem ganzen Mord und Totschlag eigentlich auch mal Zeit, ein Rohr zu verlegen, Junge? Der ist ja lustig drauf, ey. Hat sich ja nichts anderes zu tun. So, gucken wir mal. Ach so, wir hatten noch vom Badezimmer. Ah ne, hier ist es nicht. Wegen Midi. Ja, ja, genau. Okay, hier ist halt eine ziemlich kleine, feine Wohnung. So, dann gehen wir mal. Oh, guck mal, das ist doch mal eine Aussicht, da mal schön bei Tageslicht, schön vernebelt. Besuch. Sag mal, was bist du für einer? Ist das ein anderer nebenan Gebäude? Kann natürlich auch sein. So, können wir das jetzt machen? Jawohl, jetzt geht das. Schön. Boah, diese scheiß Liegen, ey. So, grün. Da. Dann einmal auf E, bitte. Danke. Ach, Mensch. So, angebracht. Jetzt gehen wir mal. So, das haben wir. Gut, gut. So, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir zu unserem Moped kommen an der Straße? Oh, die Sonne blendet, Alter. Heftig, ey. Unser Moped sollte eigentlich an der Straße stehen. Genau das. Wer auch immer den Jungen auf dem Rummelplatz aufgeknüpft hat, hat einen ziemlich kranken Humor. Kann sein. Moment. Ich gehe mal hier. Ach, dieses Programm muss ich ausstellen, damit es beim Spiel nicht so genau weiter geht. Mhm, der war gut. Driften wir mal eben über die Treppe drüber. Ich glaube, da gehe ich mal nach oben. Eben nach oben gucken, mal umsehen. Eine leere Lagerhalle. Hm, hat das Sinn? Hm. Ist was auf dem Dach, kann natürlich sein, aber wie komme ich aufs Dach? Er hatte nur die besten Absichten und so. Aber wenn hier noch ein einziger weißer Kerl erzählt, was bei der kommenden Wahl alles auf dem Spiel steht, kriegt einer. Hm, okay, interessant. Warte mal. Ich sehe genau in dem Blauen drinne, wo hier was, aber. Da ist was, wie aussieht, als wenn man da hoch könnte. Okay, da kann man nicht lang. Wo ist denn das? Mhm. Hinterhofgelände. Also ist ziemlich groß, wo man sich hier über bewegen kann. So. Denk jetzt an deinen Rang, Junge. Wie die an uns vorbeiläuft und guckt, Alter. Wir brauchen erstmal eine Karre, brauchen wir jetzt erstmal. Sagt der die Karre runter? Oh, ich rufe die Polizei. Bitte
jemand dafür Zeit hat, bitte mal hinfahren und die Sache klären. Ja, echt jetzt? Und ich muss jetzt mal auf Karte gucken, wo muss ich denn jetzt hin? River, Schmugglerware. Rede mit Conny de Macano. Rede mit Jack Blanchard. Okay, wo fahre ich als erstes hin? Wegpunkt setzen. Okay, dann muss ich zurück. Jetzt bin ich aber da aus, dann fahre ich erst dahin, genau. Ja, irgendwie gefällt mir der rote Pickup besser. Die Reifen sind geil irgendwie. Also. Ja, jetzt komme ich hier gar nicht raus. Geil. Machen wir das dann. Der läuft auf der Straße, dass er sich auch ein Auto knackt, ey. Will mich hier mal umsehen, hier ist nämlich ein bisschen was. Komme ich hier nicht weg? Weiß ich nicht, ich glaube mal gucken. Das ist irgendwas Grünes. Hey, pass auf! Was willst du denn von mir? Warte mal. Was ist das? Das hat, du kommst da gar nicht rein. Es ist zwar geil, dass sie auch so um die Ringe, damit du nicht runterfällst, ja, aber dass du gar nicht da hochkommst. Ne, da komme ich nicht lang. Da will er nicht hin. Ich komme nicht rein. Was ist denn das hier für ein komischer Palast, ey? Hm. Da war eine Zeitschrift. Aber jetzt darum laufe, gehe ich nochmal rüber. Sieht aus wie ein Gefängnis hier hinten. Ich bin schon wieder in der Halle. LOL. Nur jetzt kommen wir hier nicht raus. Mhm. Kann ich hier meine Karren abstellen, ohne dass da einer dran kommt oder wie? Oder was? Hm. Fahren wir mal außen rum. Ich habe da vorhin Playboy gesehen und. Sehr merkwürdig hier das Spiel. Sehr merkwürdig. Soll er den Wagen da hinten nehmen? Ich nehme den. Da wird sich ja schon wundern, hey, ich habe doch meine Karre woanders abgeparkt. Da steht ein Polizeiwagen. Steigst du mal wieder ein? Hupen geht nicht. Boah, guck dir den weißen Pickup an. Schönes Cabrio, kommt hier auch lang. Sieht aus wie eine Cobra, ey. Geiles Mopeds, Alter. Ja.
hier dieser Cadillac. Ah, geile Karren, ey. Geile Karren. Hey, ja, warte mal, ich muss das geradeaus. So. Wie du sagst, man kann sich auf dich verlassen. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jock Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettos Leuten rauskriege. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. So, das heißt, wir müssen wieder Drecksarbeit. Toretto, das Geld an Treiber bringen, Gewerkschaftsbeiträge. Okay. So einen hätte ich auch ganz gerne, so ein Wasserdingens, ey. Mann, schönes Gerät. Das Geld kommt rein, aber es wird nicht zur Stadtsanierung benutzt. Offensichtlich. So, das heißt, ich muss erstmal hier, und wo muss ich jetzt hin? Verteilerkasten, der Einbau von Abhörgeräten. Achso, da war auch einer. Wahrscheinlich von außen, hä? Warte, ich dreh mal um. Ich muss also von hinten rein. Okay, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich das Ding direkt hier gelassen. Das ist den Kindern doch scheißegal. Dein Junge. Ja. Muss mal gucken, wo ich diesen blöden Kasten finde hier. Der Kasten wird mir auf jeden Fall angezeigt. Nur. Wo soll der hier sein? Das ist so eine olle Lagerhalle, mehr ist das nicht. Versteht man jetzt mal einer, wie das funktioniert hier in dem Spiel? Oh,
guck dir mal an, was für Wagen hier rumfahren, ey. Ja, ich habe keine Ahnung, wo dieser Kasten sein soll. Ist mal sehr interessant, dass diese Bug in dem Spiel doch also ein bisschen ein paar einige Sachen verbuggt sind. Ich sehe hier nichts in irgendwo diesem blöden Verteilerkasten. Er zündet sich jedes Mal eine neue Zigarette an. Also wenn er den ganzen Tag nur ums Rauchen geht. Also okay, dann. Also was ich gehört habe, sind Sicherheitsgurte noch schlimmer. Weißt du nie, wenn du einen Unfall hast, dass so ein strafgespanntes Stück Stoff dann mit deinen Innereien anstellt. Dumm gelaufen. Da hinten hatte ich mein Dings eingebaut. Ne? Ja, das war da vorne, war der Verteiler. Ja, dann bin ich sehr verbuggt hier, das Spiel. Okay, dann fahren wir jetzt hier rüber. Wegpunkt setzen, genau. So. We'll be right back.